Hallo Leute, herzlich willkommen auf Signal Thunder Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, 100 Euro Truck Simulator 2. Mit dem neuen Lenkrad. Ich würde sagen, wir starten hier mal kurz den Motor. Gehen in den ersten Gang. Und fahren hier auch mal los. So, es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen hier rumleckt. Ich hoffe natürlich nicht, aber sehr wahrscheinlich tut's das. Das tut mir natürlich sehr leid. So. Ich war gestern übrigens selten. Das heißt, ich bin heute auch sehr spät zu Hause. Das heißt, ich hoffe, dass die Videos pünktlich online kommen. Wenn nicht, wisst ihr es ja schon, weil ihr dann das Video gesehen habt. Aber ich hoffe es. Weil ich will mich natürlich auch am Zeitplan halten. So. Okay, dann fahren wir jetzt hin links. So. Ab. So. Perfekt. Und wir müssen heute nach Hamburg fahren. Ich weiß gerade gar nicht von was, aber das können wir hier sehen, oder? Hochspannungsleitungen. Ja, von Hamburg. Nee, nach Hamburg. Okay. Ja, schaffen wir doch. So. Mann. So. Okay, let's go. Schaffen wir. So, ich bin gerade ein bisschen so nicht im räderischen Dingsbums. Das heißt, nicht wundern, wenn ich falls... Nicht wundern, falls ich nichts sage, meine Güte. Warum leckt die Scheiße denn jetzt schon wieder? Kann dieses blöde LKW ich jetzt auch mal schneller fahren? So. 80 dürfen wir fahren. Ich bin ein bisschen kaputt, nicht wundern. Also auch deswegen will ich nicht unbedingt jetzt so viel. Aber macht ja nichts. So. Wir haben ja heute auch eine Nachtfahrt, merke ich gerade. Ja, die ist bestimmt auch sehr geil. So, wir fahren jetzt hier mal rechts. So. Kurve. Mhm. Ah! Ja. Wir können weiterfahren tatsächlich. Ist nichts passiert. Sind zwar jetzt auf dem Gegenverkehr, aber macht ja nichts. So. Fahren wir einfach hier weiter. Ich hoffe mal, hier kommt einfach kein Auto. Noch 142 Kilometer, okay. Jo, sorry, dass du Gas gibst, Alter. Okay, die wollen hier nicht links rein. Ich dachte gerade schon. Hier, lass mal die ein bisschen hier blenden, Alter. Nee, machen wir nicht. Hier mal ein bisschen hier grüßen. Ich glaube, das ist sogar hier dieser Gruß, ne, den man bei LKWs macht. Oder halt hier den hier. Aber den hier machen die ja auch bei Autos.
Eine Lichthupe ist das ja. Steht da oben? Da oben? Irgendwas oben gestanden gerade. Egal. Wartet. Ich mach mal kurz was, damit ihr hier. OBS. So. Damit ihr hier nicht so einen Gehörsturz kriegt, wenn ich hier irgendwas fahre. So. Okay. So, 121 Kilometer noch. Das schaffen wir doch. So, zack, zack, zack. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Gas zu geben. So. Mir tut es übrigens leid, dass es hier leckt. Also es leckt tatsächlich bei mir auch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Kann ich leider nichts zu sagen. Aber macht er nichts. So. Fahren jetzt hier erstmal schön in unserem LKW an diesem ADAC-Dude vorbei. So. Zack. Schneller als 90 schafft er irgendwie nicht. Schade. Aber egal. Ist ja nicht immer so, dass die Autos schnell sind. So. Okay, nur 80 Kilometer. Also um 2.40 Uhr sollen wir angeblich da sein. Weiß ich ja jetzt nicht. Aber mal sehen. Wir haben auch schon wieder 16.000, merke ich gerade. Hat gerade meine Uhr vibriert. Meine Uhr geklingelt, meine ich. Nicht vibriert. So. Sind hier auf der A9, okay. Hier bin ich noch nie gefahren. Immer nur A3 oder A1 und so. Schnulli. So. Ah, da, Hamburg. Ich stehe da schon dran. Jetzt sind wir auf der 7 Autobahn. Egal. So. Ich glaube, ich muss jetzt hier sogar rechts ganz. Ja. So. Das ist gerade vorhin auch noch ein bisschen was hier gewittert. Weil es scheint jetzt wieder vorbei. Okay, ich habe nichts gesagt. Es brummelt immer noch. Aber ohne Regen tatsächlich. Das ist doch geil. Ohne Regen. So. Jetzt hängt es komplett. Oh, was ist da schon wieder passiert? Ah! Muss ja nach links. Oder hier blinkt sie überall. So. 31 Kilometer noch, geil. Ah, das ist schon geil, dieses Spiel, ne? Muss man sagen. Und dann auch noch so ein geiles Lenkrad. Ich will mir ja auch irgendwann noch diese Schaltungsdings da holen. Aber wann ich die mir hole, das weiß ich noch nicht. Ich will mir jetzt erstmal hier eine Festplatte kaufen, dass ich 5 Terabyte Festplatte, dass ich hier genug Speicherplatz habe. Weil das ist auf jeden Fall nötig. Sagen wir es so. Okay. Mhm. 11 Kilometer noch, geil. So.
Okay, kann ich hier rein? Ah! Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert, gar nichts passiert. Alles im grünen Bereich hier, wir sind in Hamburg. Ein bisschen ruckelig war es gerade, aber egal. Wir fahren hier gerade mit 90 Sachen in eine Stadt rein, ey. Und dann leckt die Scheiße hier auch noch. So. Jetzt hör doch mal auf zu laggen, du scheiß Drecksspiel. Oh, ich hasse das an diesen Spielen so hart. Ja, warum bleibt ihr stehen, ihr blöden, verblödeten Autos? Bus, fahr jetzt! Oh. Warum fährt er rückwärts, Junge? Ich bremse doch. Ey, nee, das ist mir hier zu blöd. Fahre ich halt einfach so eben vorbei. So, zack, zack. Batz. Der fährt die ganze Zeit weiter rückwärts, ey. Ich glaube, es hackt. Okay, so. Diesmal nicht umfallen. So, danke. 3 Kilometer noch. Also man muss schon sagen, Euro Truck Simulator 2 ist tatsächlich schon sehr groß. Ne? Also die Map. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob das wirklich hier alles so aussieht wie auch in Real Life oder ob es einfach nur irgendwie nachgebaut wurde. Also irgendwie gebaut wurde oder halt, ob es wirklich so ist. Das ist dann halt die andere Frage. Aber so ist es doch eigentlich ganz geil, ne? Außer, dass die Scheiße hier die ganze Zeit leckt, das nicht. Aber sonst... Wir fahren hier wieder drauf. So... Zack. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt das Video hier. Das hat keinen Sinn mehr, dass man hier immer die ganze Zeit umkippt. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao.